Heute geht es wieder einmal um Hormone, aber diesmal in einem neuen Zusammenhang. Hormone für die Schönheit, ästhetische Endokrinologie, ein ganz neues Feld der Endokrinologie. Die ästhetische Medizin und die Anti-Aging-Medizin beschäftigen sich ja viel mit Alterungsprozessen und das gilt natürlich auch für den Alterungsprozess unseres größten Organs, nämlich der Haut. Und die Haut altert im Wesentlichen auf eine zweifache Art. Es gibt die sogenannte exogene Hautalterung, da spielen Außeneinflüsse wie Sonnenlicht eine ganz entscheidende Bedeutung. Aber es gibt auch die endogene Hautalterung und da spielt der Hormonmangel vor allen Dingen bei Frauen eine Schlüsselrolle. Wie sehr sich der Hormonmangel auf die Haut auswirkt, möchte ich Ihnen an einer Grafik zeigen. Hier sehen Sie die Haut einer Frau vor den Wechseljahren. Dies ist die Haut einer Frau während der Wechseljahre. Und das ist die Haut einer Frau einige Jahre nach den Wechseljahren. Und Sie sehen, was passiert. Die Haut wird dünn in allen Schichten. Die Gefäßversorgung wird weniger. Und das ist eben die klassische Altershaut. Die ist dünn, die ist trocken, die ist knittrig, die ist wenig durchblutet. Das ist im Wesentlichen Hormonmangel, was auch heißt, wenn die fehlenden Hormone wieder zugeführt werden, dann sind diese Dinge auch reversibel, lassen sich rückgängig machen. Und dazu muss man nicht systemische Hormonersatztherapie machen, das kann man auch lokal machen. Und das macht sich die Hormonkosmetik zunutze. Es gibt natürlich frei verkäuflich entsetzlich viel Anti-Aging- und Anti-Faltencremes. Aber was man sagen muss, die enthalten zwar Pflegemittel, Antioxidantien und so weiter, wirken aber eigentlich nur gegen einen Teil von Hautalterung, nämlich gegen die exogene Hautalterung. Die endogene Hautalterung, haben wir gesagt, ist hormonmangelbedingt. Das heißt, die behandelt man am besten durch die Zufuhr der fehlenden Hormone. Das dürfen aber die klassischen Kosmetika nicht, weil Hormone deklariert sind als medizinische Inhaltsstoffe und die dürfen in freiverkäuflichen Kosmetika nicht enthalten sein. Heißt, die müssen vom Arzt rezeptiert werden und von der Apotheke gemacht werden. Da gibt es aber inzwischen relativ viele Ärzte, die sich darauf schon spezialisiert haben. Was kann man damit erreichen? Wesentlich mehr als mit klassischer Kosmetik. Hier sehen Sie diese Knitterfältchen um die Augen, die mit einer östrogenhaltigen Creme tatsächlich sehr gut verschwinden. Aber es ist nicht nur die Altershaut, die hormonell mangelbedingt ist, sondern es sind auch andere Hautveränderungen, die Frauen stören, die Zellulite zum Beispiel, die man hormonell angehen kann. Zellulite, eine Veränderung des Fettgewebes, aber auch etwas Geschlechtsspezifisches. Männer, auch dicke Männer, bekommen keine Zellulite. Warum nicht? Weil es scheiße aussieht. Entschuldigung, aber auf diesen Kalauer kann ich in diesem Zusammenhang einfach nicht verzichten. Nein, ich zeige Ihnen, warum Männer keine Zellulite bekommen, weil sie haben eine andere Mikroarchitektur ihres Fettgewebes. Sie sehen hier das Fettgewebe von Mann und Frau und Sie sehen, bei der Frau gibt es sehr viel vertikale, bindegewebige Septen. Und wenn sich das Fettgewebe dazwischen füllt, auch mit einem sogenannten Lipödem, dann kommt es zu dieser charakteristischen Veränderung, zu diesem Matratzenphänomen. Männer haben dagegen sehr viel mehr horizontale Querverstrebungen im Bindegewebe ihres Fettgewebes. Das heißt, sie haben eine andere Mikroarchitektur. Das ist geschlechtsspezifisch, das ist hormonell bedingt und das lässt sich auch hormonell beeinflussen. Das heißt, was wir hier zuführen müssen, um die Zellulite zu behandeln, sind nicht Östrogene, sondern Androgene. Auch da muss man darauf achten, das richtig zu dosieren, dass man keine systemischen Wirkungen hat, dass man die richtigen Hormone nimmt. Aber wie gesagt, das weiß ein endokrinologisch versierter Arzt, was da anzuwenden ist. Und die Ergebnisse sind in der Tat überzeugend. Letzte Frage, gibt es Risiken und Nebenwirkungen der Hormonkosmetik? Antwort, ja, die gibt es. Wenn Sie die falschen Hormone nehmen, in der falschen Dosierung, können Sie unerwünschte systemische Nebenwirkungen haben. Das sollte vermieden werden, das wird aber mit den modernen Produkten auch vermieden. Und eine letzte Nebenwirkung will ich Ihnen auch nicht verschweigen. Wenn natürlich Frauen aufgrund von Hormonkosmetik noch schöner werden, besteht natürlich auch die Gefahr, dass noch mehr Männer ihren Kopf verlieren. Bleiben Sie jung und gesund.